Wir beschäftigen uns heute mit der Vespa Electrica L3E. Das ist die stärkere Version einer batterieelektrisch angetriebenen Vespa. Das heißt, wir haben dann eine Maximalleistung von 4 Kilowatt und ein maximales Drehmoment von 200 Newtonmeter. Es gibt drei Fahrmodi. Der Eco-Modus begrenzt die Höchstgeschwindigkeit bei 30 km/h. Im Power-Modus habe ich die volle Leistung. Und dann gibt es noch einen separaten Rückwärtsgang. Punkto Reichweite sind zwischen 60 und 70 Kilometer realistisch. Die Werksangabe von bis zu 100 Kilometern erscheint nur schwer zu erreichen. Beim Fahrverhalten ist die Vespa typisch sehr handlich und wendig und kurvenwillig. Hinzu kommt, dass die guten Bremsen auch durch das Rekuperieren unterstützt werden. Im Gegensatz zu anderen Elektrorollern kann man bei der Vespa Electrica den Akku nicht ausbauen. Das hat Vor- und Nachteile. Als Vorteil bleibt dadurch die klassische und schöne Vespa-Karosserie erhalten. Als Nachteil ist anzuführen, dass man die Akkus nicht mitnehmen kann und abseits von einer Ladestation aber aufladen könnte. Im Alltag sind uns noch zwei Details auch negativ aufgefallen. Wir haben es mit drei verschiedenen Jethelmen nicht geschafft, die unter der Sitzbank unterzubringen. Das Fach ist eindeutig zu klein. Und außerdem ist auch der turbinenartige Sound des Motors gewöhnungsbedürftig. Die Fahrleistungen sind recht zwiespältig. Einerseits ist die Beschleunigung von 0 bis etwa 30 km/h, wie bei allen Elektrofahrzeugen, recht beeindruckend. Und dann geht es ein bisschen zäh weiter bis zur Höchstgeschwindigkeit von knapp über 50 km/h. Und wenn man jetzt einen 125er Roller gewöhnt ist, dann ist das von der Spitze her zu wenig. Man dürfte mit diesem Fahrzeug mit der Spitze von rund 53 km/h auf der Autobahn fahren, und das ist sogar für die Wiener Südosttangente und Stadtautobahnen eindeutig zu wenig und sogar gefährlich. Zum geförderten Preis von 6.490 Euro ist die Vespa Electrica L3E doch recht teuer und bietet sich für Firmen an, die ein Fahrzeug für lokal emissionsfreies Fahren als Imageträger in ihrem Fuhrpark haben wollen. Wer sich privat dafür interessiert, ist vielleicht mit der günstigeren Moped-Variante besser bedient.